Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine Damen und Herren, zur 51. ordentlichen Generalversammlung der Baloise Holding heiße ich Sie alle willkommen und danke Ihnen, dass Sie mit Ihrem Erscheinen Ihre Verbundenheit mit unserer Baloise zeigen. Stellvertretend für Sie alle begrüße ich unseren Ehrenpräsidenten Rolf Schäuble. Lieber Rolf, wir alle freuen uns sehr, dass du unter uns bist. 50 Generalversammlungen haben wir seriös und korrekt, aber nicht als bürokratische formale Übung durchgeführt. Wir wollen dies auch nach der Annahme der Minderinitiative so halten, als Ausdruck unserer Verantwortung gegenüber Ihnen, unseren Aktionären. Die heutige Generalversammlung weist gegenüber den früheren einige Neuerungen auf. Zum einen wird ein Großteil der vom neuen Minderartikel in der Bundesverfassung verlangten Änderungen in unseren Statuten verankert und erstmals angewendet und umgesetzt. Ich werde im Detail noch darauf zurückkommen. Diese Änderungen führen dazu, dass die diesjährige Generalversammlung eine reich befrachtete Traktantenliste aufweist. Sie werden über 31 Traktanden befinden müssen. Die Generalversammlung wird damit voraussichtlich länger dauern als die bisherigen. Aus diesem Grund finden Sie auf Ihrem Sitzplatz eine kleine Zwischenverpflegung, damit Sie die Zeit bis zum Apéro überbrücken können. Zum Zweiten werden wir heute erstmals die Abstimmungen elektronisch durchführen. Sie alle haben beim Eingang ein kleines Gerät, einen sogenannten Televoter, bekommen. Einige von Ihnen werden die Geräte von anderen Generalversammlungen her kennen. Ich werde die Bedienung des Geräts im Detail noch erklären. Eine weitere Besonderheit der heutigen Generalversammlung ist, dass die Abstimmung über die Verkürzung der Amtsdauer der Verwaltungsräte ein doppeltes qualifiziertes Mehr verlangt. Bitte schauen Sie daher, dass Sie bei den Statutenänderungen, insbesondere aber bei Traktandum 4.3, im Saal sind. Wie in der Vergangenheit wollen wir uns jedoch Zeit nehmen für Ihre Anliegen, Anträge oder Vorschläge. Ich bitte Sie aber bereits jetzt, sich bei allfälligen Interventionen kurz und konzis zu halten. Der langen Tradition folgend grüße ich unsere Lehrlinge im zweiten Lehrjahr. Ich freue mich, dass die Baloise Group 200 Lehrlingen, Trainees und Praktikanten die Chance bietet, erste Berufserfahrungen zu sammeln. Sehr geehrte Damen und Herren, mit der heutigen Generalversammlung schließen wir unser Jubiläumsjahr ab. Ertragsstark und sicher. Das ist die Baloise seit 1863 und sie war es auch im Jahr 2013. Darauf will ich nun kurz zurückblicken. Im Geschäftsjahr 2013 ist die Baloise abermals gewachsen und ist ausgezeichnet unterwegs. Vor allem zwei Kenngrößen liefern dafür den Beweis. Erstens, der Gewinn stieg um 3,7% auf 453 Millionen Schweizer Franken. Die hohe Ertragskraft der Baloise, eine der höchsten in Europa, stammt in erster Linie aus der konsequenten Ausrichtung unseres Versicherungsportfolios auf Kunden mit einem günstigen Risikoprofil und leistungsfähige Vertriebspartner, die unsere wertschöpfungsorientierte Strategie mittragen. Auf diese Weise können wir auch Belastungen wie die verheerenden Naturschäden des Jahres 2013 auffangen und die Ertragskraft selbst in anspruchsvollen Zeiten stützen. Zweitens, das Geschäftsvolumen legte markant um 7,8% zu und erreichte 9 Milliarden Schweizer Franken. Darin widerspiegelt sich das hohe Vertrauen unserer Kunden, welches wiederum
die Attraktivität unseres Geschäftsmodells und unserer Produkte reflektiert. Diese besteht bekanntlich darin, mehr als eine herkömmliche Versicherung zu bieten, nämlich durch die Kombination von intelligenter Prävention mit klassischer Versicherung. Getreu unseres Versprechens, wir machen Sie sicherer. Neben dem eigentlichen Versicherungsgeschäft haben sich auch die Kapitalanlagen gut geschlagen und substanziell zum Ergebnis beigetragen. Ihre große Bedeutung erkennt man daran, dass die Baloise Kapitalanlagen von total 54 Milliarden Schweizer Franken hält, deren Ertrag sich letztes Jahr auf 1,7 Milliarden Schweizer Franken belief. Die Performance von 3,3% ist dabei dreimal so hoch wie die Rendite einer eidgenössischen Staatsanleihe. Neben der Rendite will die Baloise aber auch Sicherheit und Berechenbarkeit im Anlagegeschäft erzielen. Das tun wir, indem wir den Fokus auf wiederkehrende Erträge richten. Im Jahre 2013 waren dies 1,5 Milliarden Schweizer Franken. Sie stammen aus Anlagen in Obligationen, Immobilien und Aktien mit Dividenden. Als Rendite mit vertretbarem Risiko können wir demnach unsere Strategie auf einen einfachen Nenner bringen. Dass die Baloise ein sicheres Unternehmen ist, zeigt sich zudem am Eigenkapital von fast 5 Milliarden Schweizer Franken und an der ausgezeichneten Solvenz von 267%. Die herausragende Kursentwicklung unserer Aktie im vergangenen Jahr zeigt, dass die Baloise auch bei den Anlegern viel Vertrauen genießt. Mit dem Schlusskurs von 113,60 Franken erreichte die Baloise Namentitel eine eindrückliche Jahresperformance von 44,7%. Die Aktie übertraf damit alle Referenzindizes deutlich und gehört zu den besten 6 der 30 liquidesten und größten Titel des schweizerischen Aktienmarkts. Auch 2013 haben wir weiter am erklärten Ziel unserer Gruppe gearbeitet. Wir haben unsere Stärken gestärkt und konnten Schwachstellen eliminieren. Dank unseres sehr guten Leistungsausweises, der hohen Ertragskraft und der starken Kapitalisierung sind wir in der Lage, unsere langjährige attraktive Ausschüttungspraxis fortzusetzen, indem wir nach 7 Jahren beantragen, die Dividende um 5,6% auf ein neues, nachhaltiges Niveau von 4,75 Franken anzuheben. Unser Titel bietet Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, damit eine attraktive Rendite von 4,2% auf dem hohen Jahresendkurs. Unser Sicherheitsversprechen macht sich für Sie als Aktionäre auch hier bemerkbar. Meine Damen und Herren, ob solch positiver Nachrichten vergisst man bisweilen deren Urheber. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. Und so danke ich von Herzen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Ländereinheiten und allen Funktionen für diese großartige Leistung. Einschließend in meinen Dank möchte ich die Konzernleitung unter der Führung von Herrn Dr. Martin Strobel sowie meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat stark und selbstbewusst packen wir die Zukunft an. Basierend auf unserer 150-jährigen Erfahrung und Schweizer Tradition stehen wir dabei für wertschöpfende Kontinuität, sicher, verlässlich und ertragreich. Unseren Tugenden bleiben wir treu, dem qualitativen Wachstum durch Fokus auf risikobewusste Kunden und leistungsfähige Partner sowie der Ausrichtung aller unserer Tätigkeiten auf Werthaltigkeit. Der heutige Erfolg bildet dabei nicht das Ende einer Entwicklung, sondern einen weiteren Meilenstein auf dem Weg nach ständigen Verbesserungen. In diesem Sinn werden wir das Erreichte konsequent weiterentwickeln.
Um uns konkret mit den Besten messen zu können, haben wir ein konzernweites Benchmarking aufgebaut zu den Fokusthemen Wachstum, Lebensversicherungen, Nicht-Lebensversicherungen und Effizienz, haben wir länderübergreifende Plattformen gebildet, über die wir die im ganzen Konzern vorhandene Kompetenz und Innovation gezielt für die Ertragskraft erschließen wollen. Diese Plattformen bilden die Bühne, auf der sich unsere besten, talentierten und leistungswilligen Mitarbeitenden entfalten und profilieren können. Der künftige Schwerpunkt liegt wie bisher auf unserem leistungsfähigen und ertragsstarken Kerngeschäft. Dabei streben wir im Nichtlebengeschäft einen Schadenkostensatz von 93-96% an. Bei den Lebensversicherungen wollen wir eine Neugeschäftsmarge von über 10% erreichen. Und bei der Rentabilität unseres Geschäfts zielen wir auf eine Eigenkapitalrendite von 8-12% und auf die Weiterführung einer attraktiven, verlässlichen Dividendenpraxis. Die Baloise hat eine klare Strategie. Sie verbindet ihre Wachstumsziele mit einem auf Mehrwert ausgerichteten Profil. Mit dem Versprechen, bieten wir in unserer Sicherheitswelt Präventionsleistungen, die das Versicherungsangebot intelligent ergänzen. Damit leisten wir einen Beitrag dazu, dass Schäden gar nicht erst entstehen. Immer mehr Kunden schätzen diesen fassbaren Mehrwert, den sie anderswo nicht erhalten. Diese Ausrichtung umfasst zudem innovative Wege, das eher traditionelle und wenig differenzierende Angebot neu zu definieren. Die Baloise ist kapitalstark und hat eine gesunde Bilanz. Dies ist besonders wichtig, wenn es darum geht, Kunden, Mitarbeitenden und Aktionären Sicherheit zu bieten. Die relevanten Kennzahlen untermauern diese Stärke, seien es die Solvenzmarge oder die strengen gesetzlichen Vorgaben des Swiss Solvency Tests, dem Versicherungspendant von Basel II der Banken. Wie die Baloise steuert die ganze Schweizer Versicherungswirtschaft mit ihrer hohen Wertschöpfung und Produktivität überdurchschnittlich viel zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes und zum Wohlstand der Menschen bei. Seit etwas mehr als 10 Jahren sind im Umfeld der Versicherungen zahlreiche Umwälzungen auf verschiedenen Gebieten im Gange, die für die Unternehmen ernstzunehmende Herausforderungen darstellen. Dazu gehören die ökologische Themen wie die starke Zunahme von Schäden aus Naturereignissen, die Verknappung der Ressourcen, neue Wege in der Energieversorgung, das Fortschreiten der Kommunikationstechnologien, ökonomische Herausforderungen wie die tiefen Zinsen und die Perspektiven an den Kapitalmärkten sowie gesellschaftliche Entwicklungen. Hier vor allem die Demografie, die Vermischung der Kulturen und die Urbanisierung. Dies ist eine ganze Menge von Themen, die die Versicherungen in unterschiedlicher Art betreffen und die alle Chancen und Risiken erhalten. Die Fähigkeit, diesen vielen Herausforderungen wirkungsvoll zu begegnen, droht den Unternehmen zusehends zu entgleiten, weil eine fortschreitende Regulierung ihnen die Luft zum Atmen entzieht und die Handlungsfähigkeit unnötig und übermäßig stark einschränkt. Gemäß dem Institute of International Finance, IIF, wäre das Bruttoinlandprodukt von Finanzplätzen in den USA, der Eurozone, in Japan und der Schweiz im Jahr 2015 ohne den durch die Finanzkrise ausgelösten regulatorischen Mehraufwand um mehr als 3,2% höher. Für die Schweiz wären das über 20 Milliarden Schweizer Franken. Immer mehr sind wir auch in unserem Land konfrontiert mit langen Bewilligungsverfahren, die Marktchancen vernichten, mit hohem administrativen Aufwand und dessen Folgekosten, mangelnden Rechtswegen und einer Regulierungsphilosophie,
die der europäisch-obrigkeitlichen und nicht der pragmatisch-schweizerischen Staatsauffassung entspricht. Solche ineffizienten und ausufernden Einschränkungen können wir uns im Licht des sich verschärfenden globalen Wettbewerbs nicht leisten. Die unkoordinierte Regulierung durch diverse Amtsstellen hat ein volkswirtschaftlich schädliches Ausmaß angenommen. Sie folgt nicht konkreten, nachvollziehbaren Zielen und Grundsätzen, sondern ist das Produkt von Einzelaktivitäten, Befindlichkeiten und aktuellen Entwicklungen quasi aus der Hüfte hinaus. Sobald in einem Einzelfall etwas falsch läuft oder Schaden entstanden ist, reagiert der Staat mit einer neuen Vorschrift. Und der Trend läuft weiter in die falsche Richtung. Ein klares Indiz dafür ist der fortschreitende personelle Ausbau bei der Finanzmarktaufsicht, der FINMA, wie man kürzlich in der NZZ lesen konnte. Dadurch entstehen Kosten, die nicht nur der Steuerzahler, sondern über die Gebühren die Gesellschaften zu tragen haben. Und letztlich gehen diese horrenden Kosten zulasten der Aktionäre und der Kunden. Die Kosten der BaLoIs für direkte Zahlungen an die FINMA und für die von ihr geforderten Prüfungsleistungen betragen jährlich über 3 Millionen Schweizer Franken. Eine Zunahme von rund einem Drittel in den letzten 4 Jahren. Hinzu kommt der Aufwand für interne Ressourcen von gegen 2 Millionen Schweizer Franken. Dazu kommen noch Ausgaben an Dritte für zusätzliche Prüfungen, Atteste und Bestätigungen. Abgesehen von den Kosten und dem Personal entwickelt sich die FINMA als gemeinsame Aufsicht über Banken und Versicherungen an sich schon eine fragwürdige Konstruktion, deutlich über ihre gesetzlichen Vorgaben hinaus. Artikel 7 Absatz 2 des Finanzmarktgesetzes schreibt vor, die FINMA reguliert nur, soweit dies mit Blick auf die Aufsichtsziele nötig ist. Dabei berücksichtigt sie insbesondere a. die Kosten, die den Beaufsichtigten durch die Regulierung entstehen, b. wie sich die Regulierung auf den Wettbewerb, die Innovationsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz auswirkt, c. die unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten und Risiken der Beaufsichtigten und d. die internationalen Mindeststandards. Sie soll also nach dem Willen des Gesetzgebers nur regulieren, soweit dies mit Blick auf die Aufsichtsziele nötig ist. Und Artikel 5 des Finanzmarktgesetzes umschreibt diese Ziele wie folgt. Die Finanzmarktaufsicht umschreibt die Ziele, die Finanzmarktaufsicht bezweckt, nach Maßgabe der Finanzmarktgesetze den Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger, der Anlegerinnen und Anleger, der Versicherten sowie den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte. Sie trägt damit zur Stärkung des Ansehens und der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz bei. Ende Zitat. Die FINMA hat diese Grenze schon weit überschritten. Gemäß einem Bericht in der Finanz und Wirtschaft vom 5. April 2014 habe die FINMA den Banken einen Brief geschrieben, in welchem sie die Anforderungen an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates formuliert. Der Verwaltungsrat ist aber nach dem schweizerischen Obligationenrecht ein Organ der Gesellschaft und wird von der Generalversammlung der Aktionäre und nicht von der FINMA gewählt. Die Aufsicht kann überwachen, ob das Organ des Gesamtverwaltungsrates als Ganzes seine Aufgabe wahrnimmt und kann allenfalls auf einen guten Leumund, auf einen mangelnden guten Leumund oder begangene Fehler der Vergangenheit hinweisen. Wahlorgan bleibt die Generalversammlung ohne eine Vorausgenehmigung der FINMA. Auch die Geschäftstätigkeit der beaufsichtigten Firmen kann die Aufsichtsbehörde erst kritisieren,
wenn eine ihrer Aufsicht unterworfene Gesellschaft sich so offensichtlich fehlerhaft verhält, dass Maßnahmen unabdingbar sind. Sie hat sich aber dabei auch an die gesetzlichen Vorgaben, an die gesetzlichen Verfahren und an das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu halten. Um die ausufernden Tätigkeiten der FINMA als Behörde auf das gesetzlich vorgesehene Maß zurückzufahren und um die FINMA zu kontrollieren, braucht es eine Strategie für die Regulierung. Diese Strategie soll aufzeigen, wie, basierend auf dem Gesetz, der Schutz von Gläubigern, Anlegern und Versicherten, soweit nötig, garantiert werden kann. Gleichzeitig muss die Strategie aufzeigen, wie den hier ansässigen Unternehmen im internationalen Wettbewerb eine gute Entwicklung ermöglicht wird. Dabei genügt es, wenn die Schweiz, verglichen mit ausländischen Regulierungen, gleichwertig ist, wenn die Spieße gleich lang sind. Das Gesetz spricht von internationalen Mindeststandards. Ein Übererfüllen ausländischer Vorgaben wäre falsch. Es gilt also, so rasch als möglich in der Schweiz weitere Überregulierungen zu verhindern und Falschregulierungen zu korrigieren. Beispiel für das Überschießen ist die aktuelle Finanzmarktregulierung, die wesentlich weiter geht als die immer noch nicht eingeführten Regeln von Solvency II in der EU. Die zu erarbeitende Regulierungsstrategie soll klare Ziele und praktikable Regulierungsgrundsätze sowie die Vorgaben an die einzelnen Ebenen der FINMA definieren. Die Gelegenheit, eine solche Strategie zu entwickeln und zu formulieren, besteht in der Expertengruppe Brunetti, die dieses Jahr eine Finanzmarktstrategie vorschlagen soll. Und zu einer solchen gehört auch eine Regulierungsstrategie. Umfang und Qualität der Regulierung müssen sich an den folgenden Kriterien orientieren. Erstens am Grundsatz der Subsidiarität oder im Zweifel für die unternehmerische Freiheit, jedoch gepaart mit Kompetenz und Verantwortung. Denn der Sinn der Regulierung liegt darin, Marktversagen zu verhindern bzw. zu korrigieren. Allerdings habe ich Mühe, bei den Schweizer Versicherungen in den letzten Jahren Marktversagen zu orten. Zweitens, an der sorgfältigen Abwägung zwischen Nutzen und Kosten und der Abschätzung der Neben- und Folgewirkungen und nicht an der maximal möglichen Sicherheit. Die Innovation der Finanzmarktteilnehmer hat dort, wo sie gepaart war mit Verantwortung und wahrem Unternehmertum, zum Erfolg des Finanzplatzes Schweiz geführt. Drittens, die Regulierungsstrategie muss so flexibel sein, dass sie im Konkurrenzkampf der Finanzplätze den schweizerischen Unternehmen der Finanzwirtschaft auch ermöglicht, Angriffe anderer Finanzplätze adäquat zu kontern. Lassen Sie mich aus aktuellem Anlass eine weitere für uns und unsere Branche sehr zentrale Herausforderung näher beleuchten. Es geht um die Zukunft der Altersvorsorge. Wir sind zu Recht stolz auf unser Dreisäulensystem der Altersvorsorge, in welchem die AHV als staatliche Grundvorsorgeversicherung die erste Säule darstellt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach dem Gesetz über die berufliche Vorsorge gemeinsam für die Renten aufgrund der Arbeitstätigkeit in der zweiten Säule sparen und jede und jeder noch nach seinen eigenen Möglichkeiten privat als dritte Säule für sein Alter Mittel zurücklegt. Die AHV und das BVG sind in einer finanziellen Schieflage und wir müssen dringend handeln. Wir freuen uns, dass dies auch der Bundesrat so sieht und im letzten Sommer unter dem Titel Altersvorsorge 2020 das umfassendste Reformprojekt lanciert hat, das die Schweizer Sozialwerke je gekannt haben. Diese Reform, welche die AHV und die berufliche Vorsorge stabilisiert und die nachhaltige Finanzierung der Leistungen sicherstellt, ist
aus Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen zwingend notwendig. Es geht darum, jetzt eine vertretbare Lösung zu finden. Wenn diese Lösung jetzt nicht gelingt, wird sie für alle und jeden Einzelnen viel schmerzhafter oder sie wird gar unmöglich. Dies setzt voraus, dass alle Beteiligten kompromissbereit und lösungsorientiert handeln. Die Schweizer Lebensversicherer als Anbieter von Vorsorgelösungen für über 150.000 KMU mit rund 1,6 Millionen versicherten Mitarbeitenden sind eine der beteiligten Institutionen. Die Schweizer Lebensversicherer sind kompromissbereit und lösungsorientiert. Dies ist daran zu erkennen, dass wir bewusst und im Sinne eines Kompromisses weitgehend verzichten auf sachlich gerechtfertigte Forderungen wie einen Rentenumwandlungssatz unter 6%, die Anhebung des Pensionsalters auf über 65 Jahre oder die Reduktion des Leistungsniveaus bei den Renten. Wir sind gegen politische Vorstöße, mit denen einzelne Elemente aus der Reform herausgebrochen werden sollen. Und wir sind bereit zu einer Diskussion über zielführende Vorschläge betreffend Kollektivlebensversicherung, auch wenn diese sachlich mit der Stabilisierung und nachhaltigen Finanzierung der Altersvorsorge nichts zu tun haben. Wir Versicherer müssen aber auch klar fordern, dass man uns für den Betrieb des Vorsorgegeschäfts ökonomisch annehmbare Rahmenbedingungen gewährt, insbesondere die Beibehaltung der aktuellen Mindestquote, die die Aufteilung der Gewinne auf Versicherte und das Versicherungsunternehmen regelt und ihre Berechnungsmethode sowie die Möglichkeit, Schwankungen zwischen den Risiko-, Spar- und Kostenprozessen auszugleichen. Trotz der richtigen Stoßrichtung des Bundesrates droht das Reformprojekt Altersvorsorge 2020 an seiner enormen Komplexität zu scheitern. Es ist daher konsequent auf zwei Ziele auszurichten: die Sicherung der Renten und die nachhaltige Finanzierung von erster und zweiter Säule. In diesem Sinne stehen die folgenden Maßnahmen im Vordergrund: die Realisierung des Referenzalters, nicht des Rentenalters, des Referenzalters 65 für Mann und Frau und die Flexibilisierung des Rentenalters. Die finanzielle Stärkung der AHV über die Mehrwertsteuer und ihre Stabilisierung durch einen Interventionsmechanismus. Die Senkung des Rentenumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge und die Kompensation dieser Senkung durch geeignete Maßnahmen. Nach der kürzlich abgeschlossenen Vernehmlassungsphase erwarten wir als Nächstes die Botschaft des Bundesrates. Die Diskussionen laufen auf allen Ebenen bereits seit längerer Zeit intensiv. Ich möchte abschließend nochmals betonen, dass der Erfolg dieses Mammutprojektes wesentlich davon abhängen wird, ob der Reformbedarf allseitig als prioritär anerkannt wird und wie weit die wichtigen Protagonisten im Sinne des Ganzen lösungsbereit sind. An den Schweizer Versicherungsgesellschaften wird es nicht scheitern. Ich fasse zusammen. Die Baloise darf auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wir haben eine klare Strategie und sind damit bestens vorbereitet, den Herausforderungen der Zukunft effizient zu begegnen. Wir stärken unsere Stärken und wir eliminieren Schwächen. Unser größtes Anliegen an die Politik ist es, die heute wuchernde Regulierung in klare, berechenbare Bahnen zu lenken und zu diesem Zweck eine Regulierungsstrategie zu entwickeln und durchzusetzen. Dabei muss es darum gehen, notwendige Regulierungen effizient zu handhaben, auf Wünschbares zu verzichten und stets die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen im Auge zu behalten. Das wegweisende Zukunftsprojekt unseres Landes, die Reform der Altersvorsorge, ist von eminenter volkswirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Tragweite. Die Versicherer sind bereit, ihren Beitrag an das Gelingen dieser größten Reform in der Geschichte der Sozialwerke beizutragen. Ich bitte Sie alle
uns in diesen Überlegungen und in der Lösung dieser beiden erwähnten Problemkreise zu unterstützen. Besten Dank.